Moin Moin und damit recht herzlich willkommen. Ich habe hier, wo ich vor einigen Folgen schon mal Lager gemacht habe, mir ein kleines Nachtlager aufgeschlagen. Und ich dachte mir, ja, ich laufe mal hier so durch Serica, Lesnica runter. Vielleicht finden wir da noch die ein oder andere Arbeitskraft. Hallo Fuchsi. Na, wie geht's dir so? Moment. Ich komme auch damit hier runter an den Fluss. Das würde kein Thema sein. Ich habe ein bisschen Zeugs gesammelt, noch ein paar Sticks. Ja, viel mehr sollte ich jetzt nicht sammeln, sonst bin ich bald zu schwer. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir finden auch nicht zu viel. Vielleicht hätte ich ein paar Hafer-Ales oder so verkaufen sollen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht gleich was verkaufen. Was ist denn hier? Ich habe schon ein paar Wasserfälle unten was gefunden. Ja, aber hier gibt's nichts. Ja, generell die Geschichte mit dem Herold. Sollten wir was trinken kurz. Wir machen jetzt noch den Heimweg so entlang hier. Schau noch ein paar Arbeitern. Und dann werde ich mal schauen, wie wir irgendwie das Ganze pushen können, dass wir eine Mine bauen können. Damit wir an Eisen kommen. Damit wir es irgendwie schaffen, die Eisenhämmer herzustellen. Fässer. War ich da schon mal? Zinn. Kupfer. Zinn. Ich weiß nicht, Eisenerz, ein bisschen was habe ich auch daheim, aber ich kann es wahrscheinlich auch noch nicht verarbeiten. Da muss ich mich jetzt so ein bisschen informieren. Kann ich irgendwas essen, was Schweres, was wiegt und viel, um es zu essen? Moment, ich hatte doch auch Trockenfleisch, aber ich glaube, ich brauchte 10. Waren. 3 Kilo kriege ich jetzt nicht so einfach weg. Lass mal noch mal kurz schauen hier nach der Quest. Da ist sie. Ich habe definitiv zu wenig Trockenfleisch. Heidenei. Also ich will schon rennen können. Trotz Rucksack bin ich jetzt einfach mal zu schwer. Schweres Zeugs. Das geht nicht anders. Vielleicht kommen wir irgendwann und sammeln es wieder ein. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Johanniskraut hier. Wenn ich, ja, da ist schon das nächste Heidenei. Das Eisens auch. Steinspitzer gekommen. Ah, da habe ich die Stecker echt umsonst gesammelt. Die kann ich alle wegwerfen. Das Holzspeicher kann ich nur wegkommen. Ist ja eh fast hinüber.
3 Kilo noch. Wow. Pum, 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 pum. So. Wir nehmen was Besseres mit und lassen den Quatsch hier. Was will ich denn machen? Also, ja. Hilft ja nichts. Bin schon manchmal so hier ein bisschen messy, aber hilft nichts. Moment. Wir müssen über den Berg. Hoffentlich brechen wir uns nichts. Aber so ein Berg ist auch prädestiniert für irgendwelche Kisten, Überraschungen oder ähnliches. Ja. Könnte ich hier ab... Nee, ist kein Lager. Ja, an so einer Stelle kann jemand hinstellen. Der kann hier jede Menge Steine klopfen. Aber ich denke, da wo unsere Zuhause ist, das reicht auch. Hier ist wieder nur ein Stein. Manche Steine sind echt so viereckig und so groß wie eine Kiste. Oh oh. Wollt ihr kommen oder nicht? Also ich werde es mit denen aufnehmen, aber... Da bin ich jetzt ein bisschen überraschend rangekommen. Boah. Boah, der hat eingeschlagen. Boah, der hat eingeschlagen. Krass, krass. Wollt ihr kommen oder nicht? Muss ich absetzen, ein bisschen erholen. Gar nicht, was so die maximale Entfernung ist, was ich treffen kann. Das wird irgendwie nichts. Sitzen Sie doch. Boah! Mann, die hauen ja richtig rein. Der trifft halt auch noch voll gut. So, meine Vergiftung ist schon weg. Ich habe auch nichts hier irgendwie breitwegerig oder so. Ganz ehrlich, der hat mir jetzt zu krass reingeballert. Ich muss mich erstmal ein bisschen erholen. Dann komme ich da nochmal her. Geht's darum? Ja, da muss ich runter. Boah! Okay, jetzt ist Panik angesagt. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Fallschaden niemals. Niemals Fallschaden. So low war ich noch nie. Da ist doch wegerig. Nee, ist nicht.
darf mir kein Feind mehr in die Arme laufen. Vielleicht gibt's hier einen Trank zu kaufen. Dame, zeig mir mal deine Waren. Ja, du sagst es so, aber du hast nicht das, was ich will. Ich kann mir ein Papier geben, damit ich leichter wird. Ich kann dir... Was war noch? Strohhut kann ich haben. Das Fladenbrot. Gifte ich mich eh nur dran, oder? Gar nicht viel dafür. Abhalten muss. Weidenkorb kann ich haben. Das kann ich haben. Hier noch ein Brötchen. Cool. Den kann ich haben. Das kann ich haben. Das und das. Haben wir wieder ein bisschen Luft, ja. Have a good day. Der irgendwas, was mich heilen kann. Und der Fischer unten ist das, warte mal. Der hier ist krass. How can I help you? Willst du bei mir in die Siedlung kommen, Konrad? Gut, wunderbar. Konrad, da unten bist. Jetzt muss ich dann wieder ein Haus bauen, hä? Wo stelle ich dich ein? Grabungsschuppen? Nee. Werkstatt ist überall jemand. Du musst jetzt einfach mal näher werden. Ich muss es gleich, wenn ich zu Hause bin, nochmal umsortieren. Aber wie ist denn das hier? Wir wollen eine Mine freischalten. Da brauchen wir Bautechnikpunkte. Bautechnikpunkte erhalte ich durch Bauen, oder? Bautechnik. Das ist nicht mal alphabetisch sortiert. Das muss ich ein bisschen anschauen. So, ich glaube nicht, dass der Fischer was hat, aber ich gehe mal runter. Okay, da hat es ein paar Megarich. So, ich will mir sowas nicht bieten lassen von den Banditen hier, aber... Ja, wir gehen da gleich nochmal zurück hier. I welcome you. Only goods of the highest quality. Echt rot, aber wie krass, was die hier fängt im Bütchen. Spenny. Traveler. Ist alles nichts, was ich brauche. Ja. Ebenfalls. Da war doch noch ein anderer Händler. Schenke und... War nur die zwei, okay. Dann gibt's wohl nichts für mich. Da muss ich jetzt hier mein Wegerich essen. Boah, das ist aber echt krass. Da muss ich jetzt richtig viel Wegerich suchen.
Hier ist noch ein Karren. Was gibt's denn hier Cooles? Alkohol. Und beschossen wurde der auch, der Karren hier. Ist da unten Wege nicht? Nein, ich werde jetzt... Ich weiß nicht, ihr könnt ja gern eure Meinung reinschreiben in die Kommentare, aber... Ich habe das jetzt angefangen mit den Banditen, ich mache das jetzt auch fertig. Die sind immer noch leer. Da haben wir voll viel Wegerich. Das ist halt 1 gegen 3. Wir waren ja beim letzten Mal auch schon clever. Haben das durch Cleverness überlebt. Das werden wir diesmal auch wieder hinbekommen. Das Einzige ist, es könnte uns die Zeit ausgehen, bis abends zu spät wird. Weil ich halt schon echt low bin und jetzt hier noch Wegerich sammeln muss. Kriege ich denn damit? Boah. Das ist echt ultra wenig. Also ich sollte schon voll sein. Macht es keinen Sinn. Das ist gut, dass wir die Stelle hier gefunden haben. Es gibt wieder Hoffnung hier. Gut, wie schaut's aus? Wegerich. Da oben ist er doch. Okay. Da muss man halt sehr clever jetzt sein. Jetzt schnell noch mein Hafer Ale und so verkaufen. Dann gehen wir nochmal hoch. Das will ich nicht so auf mir sitzen lassen. Hello there. My wares never disappoint. So. Passt. Have a good day. Moment. Ja, da. Da. Ja. Da hoch, dann nehme ich es mit den Kleinen mal auf. Das ist einfach nur Steppe, hier gibt's nichts. Ja, ich nehme es jetzt mit denen auf und ihr dürft es in der nächsten Folge sehen. Alles klar, macht's gut, bis dahin, euer Iltis. Ciao, ciao.